zeige ich euch, wie wir Klierschleim ohne Kleber selber machen können. Let's get ready to rumble! Viel Spaß! Ihr braucht dafür erstmal ein ganz normales Shampoo. Am besten einen klaren Shampoo, sonst geht es nicht. Und das machen wir einfach hier rein. Ah, habt ihr die Blase gesehen? Ah, wie süß! Ist das süß? Ich verteile das jetzt einfach mal hier so ein bisschen im Becherboden. So. Jetzt nehmen wir etwas Natron und davon geben wir einfach nochmal einen guten Schuss dazu. Da könnt ihr eigentlich nicht zu wenig nehmen, sondern macht da schön rein. Und rühren das Ganze jetzt um. Seht ihr das? Das wird schon irgendwie richtig klibberig. So, ich mache noch ein bisschen Natron dazu. Scheiße, das ist viel zu viel. Oh mein Gott, viel zu viel. Dann seht ihr, dass das Ganze fester geworden ist und es zieht schon so ein bisschen Fäden. Aber man kann es lange noch nicht in die Hand nehmen. Das möchte ich nicht riskieren. Und wir geben das Ganze jetzt in so einen kleinen Container rein. Oh Gott, das passt gar nicht. Ihr solltet das lieber nicht in die Hand nehmen, weil das kriegt ihr nie wieder ab, das Zeug, ey. Zu viel. Ich muss wieder was abmachen. Ich habe da zu viel drin. Ich habe leider keine größeren Dosen. Das fühlt sich auf jeden Fall schon richtig klibberig an, aber das ist noch lange nicht fertig. Außerdem ist es auch noch nicht durchsichtig. Deswegen machen wir jetzt hier einen Deckel drauf und lassen das Ganze 24 Stunden bis morgen stehen. 2000 Jahre später. Und so sieht unser Schleim jetzt aus. Der ist so ein bisschen zusammengeschrumpelt. Also wenn ihr hinguckt, ist die Dose nicht mehr ganz so voll. Der Schleim hat aber so viele Blasen drin und ich garantiere euch, das wird richtig schön knacken, wenn wir den jetzt auspacken. Und das machen wir jetzt auch. Die Textur von dem Schleim, die ist mega. Die fühlt sich richtig weich an irgendwie. Also wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Kuschelpulli. Oh mein Gott. Der putzt sogar in der Dose. Oh mein Gott, der ist so schön. Der knackt. Also wenn das hier nicht der klärste Schleim ist, den ihr jemals gesehen habt, dann weiß ich auch nicht. Man kann hier auch richtig geil durchgucken. Das sieht aus wie so Eiskristall. Ich finde, das sieht voll interessant aus, wenn man so richtig die Bläschen sieht. Gib diesem Video auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben für diesen mega geilen Schleim. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi, Müsli.